Hallo zusammen, wir basteln heute eine ganz einfache Futter-Beschäftigungsidee. Dazu braucht ihr nur ein paar leere Toilettenpapierrollen, ein paar Handtücher, Hunde, eigentlich erst hinterher. Hani, geh dir wieder auf die Decke, bitte. Gehst du zurück? Hani, gehst du bitte zurück? Jelle? Jelle? Dann braucht ihr natürlich Kekse, so wie ihr möchtet. Ich habe jetzt ein paar verschiedene genommen. Anni, entschuldige bitte. Gehst du wieder zurück auf die Decke? Dankeschön. Ich lege das also alles mal ein bisschen auf. Anni! Das ist eine Fotobomb hier, Videobomb. Ihr nehmt euch also einfach ein Handtuch. Ich gebe es jetzt auf, die Hanni immer wieder zurückzuschicken. Gehst du bitte ein bisschen zurück? Da ist noch nichts drin. Kann man hier bitte rum. So, hinlegen. Du auch eins und dann ist Ruhe im Karton. Und dann rollt ihr einfach in das Handtuch. Ein paar Leckerlis ein, so verschiedenste. Ich habe das sogar schon mit Frischfleisch gemacht. Das geht auch. Dann sollte man natürlich das Handtuch nachher nicht mehr unbedingt für irgendwas anderes verwenden. Und wenn ihr das dann gut eingerollt habt, dann nehmt ihr die Zewa-Rollen und fädelt die Zewa-Rollen auf das Handtuch. Ich habe jetzt so Küchenhandtücher genommen. Man kann da auch ganz normale Handtücher aus dem Badezimmer nehmen. So sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Und das darf jetzt die Bjelle haben. Bjelle? Bjelle hat sich auf die Nase gelegt. Und da dürfen die Mädels dann dran rumwursteln. Wir müssen jetzt gucken, wie sie die Rollen abbekommen. Die ersten gehen meistens noch recht einfach. Aber die in der Mitte werden dann schwieriger. Dann müssen sie das Handtuch noch auseinandernehmen, um dann an die Kekse zu kommen. Ich mache jetzt direkt noch ein zweites, weil die Dame wartet. Und dahinter der Tür, die hat sich nämlich gerade ausgeschlossen, wartet auch noch meine dritte Dame. Die bekommt natürlich auch noch ein Röllchen. So, Hanni, gehst du bitte zurück? Zurück ist diese Richtung. Hanni, bitte warten. Das hat man noch nicht. Das hier. Die zweite Rolle. Da wird jetzt auch drüber gezogen. Anni, kannst du noch den Moment warten? Die zweite Rolle. Die dritte Rolle. Da ist leider ein Keks rausgefallen. Den fummeln wir mal wieder rein. Und die vierte Rolle. So, dann kann die Hanni das haben. Und dann mache ich die letzte auch noch fertig.
Hanni, also du klaust hier nicht. Und auch da die Klopapierrollen drüber. Je fester die übrigens sitzen, umso schwieriger ist es. Das ist dann die letzte Rolle. Und jetzt lassen wir mal das knatschige Etwas rein. Und dann bekommt ihr das auch. Derweil könnt ihr Hanni zugucken. Die Elfe hat dann auch ihre Rolle bekommen. Die Birle ist schon ziemlich weit. Die hat die ganzen Papierrollen schon abgezogen und fängt jetzt an, im Handtuch zu suchen. Hanni versucht sich durch das Handtuch zu fressen. Das ist jetzt nicht so ganz der Sinn der Sache. Man muss natürlich damit rechnen, dass man dann relativ viele Papierschnipsel irgendwo liegen hat. Weil die Hunde natürlich auch schon mal ganz gerne die Rollen kaputt reißen. Aber das ist ja nun völlig okay. Ja, das ist jetzt unsere Nachmittagsbeschäftigung. Damit sind die Mädels so im Schnitt 10 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, die Elfe braucht meistens etwas länger, mit beschäftigt. Und sie haben mal einfach Spaß dran. Das war's für heute Nachmittag. Hanni, magst mal nett gucken? Nee, ne? Tschö!